Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort evakuieren. Warnung, kritische Reaktorkern. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Interpretiere ungenaue Antwort als Ja. PAD entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage, lösche Feuer. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Carolyn gelöscht. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Alternativer Kern entdeckt. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. PAD gelöst. Zurück zur Kerntransferstation. Gut. Gut. Der heutige Sicherheitscode lautet 5, 33, 41, 18. Willkommen im Trainings- und Forschungszentrum für menschliche Testobjekte. Sie haben alle verfügbaren Teststrecken freigeschaltet. Warnung, es sind gegenwärtig alle Tests verfügbar. Glückwunsch zur erfolgreichen Rückkehr ins Zentrum. Von hier aus können Sie alle abgeschlossenen Tests erneut absolvieren. Ihnen stehen nun alle Tests zur Auswahl. Zu Ihrer Unterstützung wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in den Testkammern deaktiviert. Willkommen zurück im Zentrum. Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Sie können die Tests nun zu Ihrem Vergnügen absolvieren. Danke, dass Sie die Tests abgeschlossen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl wiederholen. Da Sie alle Teststrecken abgeschlossen haben, wurde Ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken sowie zu 3 unserer 176 Pausenräume. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren, dass alle Testsubjekte das Enrichment Center umgehend verlassen müssen. Alle Testsubjekte, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Hyperschlaf befinden, haben damit automatisch eingewilligt, die Zerstörung dieser Anlage im Hyperschlaf zu überdauern. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie, oder falls Sie eine englische Übersetzung dieser Ansage wünschen, nutzen Sie das Papier aus der Schreibtischschublade vor Ihnen und schreiben Sie uns einen Brief. Viel Glück! Guten Morgen, Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze vor. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt.
Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zwingen uns, Ihnen eine sichere Testumgebung zuzuweisen, da der nächste Test womöglich tödlich ist. Um die Bestimmungen dieser inzwischen nicht mehr vorhandenen Behörden einzuhalten, spielen wir nun noch mehr Jazz für Sie. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Vorlage. Antwort. Neue Vorlage akzeptiert. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Achtung, lebende Türme. Vorsicht beim Betreten des Raums. Vermeiden Sie den Kontakt mit oder den Tod durch Türme. Dies ist eine sterile Umgebung. Verlassen Sie sofort das Band. Diese Abteilung ist steril. Sie stören den Turmablösungsprozess. Tests mit nicht-defekten Türmen aktiv. Tests mit defekten Türmen aktiv. Bei Tests mit defekten Türmen sind die Stege sicher. Vermeiden Sie defekte Türme. Sie könnten aktiv sein. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Sie haben soeben einen Aperture Science Emanzipationsgrill durchlaufen, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Gute Arbeit! Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Sie sitzen in der Falle. Glückwunsch! Der Ausgang ist jetzt geöffnet. Power-Up eingeleitet. Power-Up abgeschlossen.